Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, in der letzten Folge haben wir die Folge ein wenig gesplittet, weil es einfach ja, zu viel geworden ist vom zeitlichen her. Deswegen werden wir uns jetzt aufmachen und schon stehen hier Piraten im Weg. Werden wir uns jetzt aufmachen zur Piratengrotte, hieß das, glaube ich. So, sprich mit Karls. Da ist er. Nein. Schau mal, ich war etwas schneller und habe den Ort vor dir gefunden. Haha, jetzt ist meine Zeit des Ruhms gekommen. Ich werde die Rotflossenpiraten von hier vertreiben und diesen strahlenden Sieg werde ich König Cyrene widmen. Hahaha, aus dem Weg, ihr dreckigen Piraten, spürt die Klinge von Lord Karls. Los, folgt mir! Nein, folgt das so. So, das sieht aber so aus, als ob man hier eventuell auch nochmal eine Beere kriegen könnte. Was bist du denn? Großer Höhlenschleim, okay. Hat aber nichts Besonderes dabei. Na gut. Nee, unten irgendwas. Können wir die öffnen oder so? Nee. So, ihr räudiges Pack, habt ihr immer noch nicht genug? Hier sehe ich jetzt gerade nichts. Wie erwartet, die dummen Piraten sind dort unten. Halt, das ist mein Schiff. Das haben wir gebaut. Wofür bezahle ich die Wachen, verdammt nochmal? Wenn sie jetzt davon segeln, war's das. Los, wir müssen schnell dorthin! Nein! Tja. Ich schaue in der Zeit aber hier oben nochmal kurz. Nee, aber hier scheint auch nichts zu sein. Was erwartet der eigentlich bei so viel Betrug und... Na, kommt alle hier. Dankeschön. Ich finde es ja mal wieder geil, dass wir da nicht brennen. Ich meine, das ist irgendwie logisch mit Feuermagie, aber... Ach, dieser Angriff ist so geil. Fledermäuse. Ja, ich habe mich schon gewundert, dass die Fledermaus einfach an mir vorbeigeflattert ist, aber... Dass die Viecher aber auch nichts geben. Ich dachte, die geben jetzt irgendwie so Schleim oder sowas. Hey.
Hey. Bitte. Lass uns gehen. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Klappe halten, sonst setzt was. So, sehr schön. Ich habe extra gewartet, bis die auch dahin geflattert ist. Siege die gewalttätigen Piraten. 20 muss ich, aber so viele waren unten doch gar nicht mehr, oder? Ah, da kommen wir nicht. Na gut. Jedes Mal, wenn ich denke, die sind jetzt tot, sind sie dann doch nicht tot. Hallo? Achso. Danke. Entschuldigung. Ja, ich dachte eigentlich, da kommen jetzt noch mehr. Da kommen wir. Das ein. Ganz ruhig. Die leben nicht mehr. Hab ich. Jetzt erschrocken. Mann, diese Geräusche. Was? Wie? Ich habe keinen Schutztrank mehr. Ach so, Moment. Nee. F1 wollte ich ja drücken. Ach Gott. Ja, ist okay. Ist okay, hab mich vertan. Na, immer noch nicht bereit? Beweg dich! Wir setzen bald die Segel. Ich glaube, der ist ein bisschen stärker, wenn er hier so mit einer Kanonenkugel einfach durch die Gegend läuft. Ich hoffe nur, dass der die jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise benutzen kann gegen mich. Höhlenschleim. Komm mal her. So. Jetzt muss ich mal gucken. Kommt mal alle mit hier. Von 20. Aber die greifen mich irgendwie scheinbar nicht an. Entweder muss ich näher dran sein, also die Fledermaus jetzt. Entweder muss ich näher dran sein oder muss die selbst angreifen. Ich bin mir nicht sicher. Beim Schleim denke ich hier immer noch, okay, es könnte. Okay, ich greife mich jetzt. Ja,
Ja, ich habe eine neue Unterhose bekommen. Yay! Die ganze Zeit laufe ich mit der rechten Maustaste und dann drücke ich wieder ganz normal die Taste zum Laufen und schon ist wieder alles im Eimer. Kannst du, sag mal, Höhlenschleim? Wieso kann ich hier nicht treffen? Jetzt. Was war denn das jetzt für ein Pack? Genau wie wir geplant hatten. Diese Rotflossen werden völlig überrascht sein. Wir haben Schwarzzahns Befehle. Los jetzt! Ja, ich habe andere Befehle. Also? Na los. Na los, gehen wir zum Captain. Ihr werdet das Meer nicht weiter besudeln. Genau. So. Die Frage ist jetzt nur, wie lang ist das denn hier? Ach du Schande, okay. Gut, dass ich das in einer eigenen Folge gemacht habe. Oh je, je, je. So, gehe zum... Ja, Mann, ich habe mich verklickt. Gehe zum Part im Dorf. Das ist irgendwo gleich hier. Kommt alle her. Also ich habe das Gefühl, wenn die direkt bei den Piraten stehen, dann sind die tatsächlich aggressiv. Warum bist du jetzt aggressiv auf mich? Boah, jetzt habe ich schon 19 von 30. Eben muss ich 20 machen. Könnt ihr euch mal entscheiden? So. Okay, ich denke mal, da muss ich drauf schießen, oder? Ja, perfekt. Geh mir auf den Weg, du kleines, schleimiges Etwas. So. Das war jetzt aber irgendwie komisch. Das war jetzt so komisch ums Eck.
du willst mich sowieso gleich angreifen, dann greife ich dich als erstes an. So. Oh nein. Ich durchbreche ihre Reihen. Du zerstörst die Vorräte. Von mir aus? War das alles? Ja. Ich habe einen kurzen Moment gedacht, dass die jetzt hinter mir herkommen, um mir zu helfen. Hä? Das habe ich doch gerade zerstört. Wieso steht das da immer noch drin? Hm. Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Die haben aber auf jeden Fall zerstört. So, hier ist auch nichts mehr. Und jetzt müssen wir hier oben hin, denke ich mal. Na, dieses kleine Mistvieh. Ich dachte, der greift mich nicht an, sondern rennt durch. Also einfach da durch, ne? War wohl nix. Bereit, die Segel zu setzen! Ja, das war's dann wohl, würde ich sagen, wa? Nein. Mein Schiff! Mein schönes Schiff! Ich entwarf es ganz allein und jetzt ist es weg! Was soll ich nur seiner Majestät erzählen? Was? Du wirst weiterkämpfen? Wie meinst du das? Mondgöttin, du? Oh, ich verstehe. Ich habe für einen Moment die Fassung verloren. Ich werde deinem Plan folgen. Verfolge sie weiter. Ich werde alle Piraten aufhalten, die dir folgen wollen. Dies ist der wahre Geist edler Ritterlichkeit. Na dann los, ihr dreckigen Piraten. Schnell, geh! Ich halte sie hier auf. Okay. So, mal schauen, wir müssen darum. Und hier hoch. Okay, das war nicht so gut. Und alle zusammen. Ist ja super weggesprungen, echt. Ja.
Okay. Stärke, Äther. Ich weiß zwar nicht, was der bringt. Ich glaube, den kann man nur einsammeln. Hier ist nichts mehr, ne? Sieht nicht so aus. Aber es kommen noch Gegner, so wie es anders. Dieser Angriff ist sowas von geil. So. Müssen wir irgendwas machen? Nur einen Schuss. Nee, oder? Hat hier daneben getroffen. Nutze die Balliste und... Achso, nee, das war jetzt fertig, ne? Dann müssen wir hier rum. Folgen Sie dem flatternden Viech. Die kommen von da. Warum kriege ich gerade so viele Unterhosen? Hallo? Ich sollte die auf jeden Fall nochmal tauschen. Also, nicht Unterhosen unbedingt, aber... Die Kleidung, da muss ich nochmal drauf achten. So. Na? Doch. Müssen wir da was mit machen? Nee, ne? finde den Weg zu Heaps Schiff. Okay. Was ist das hier alles so riesig? Okay. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich drücken wollte. Aber okay, so geht's auch. Eigentlich wollte ich erst die Feuerwand machen. Hier diese Details, die finde ich ja unheimlich geil, ne? Ich meine, die sind ja im Kartenspielen und alles. Abgesehen davon, dass die Karten kopfgroß sind, glaube ich. Die Perspektive ist etwas seltsam. Aber generell so diese ganzen Details, die finde ich ja schon cool. So, du greifst mich sowieso an. So.
So. Das heißt... Das erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. Das war auch so ein endloses Hochklettern bei dem einen Film. Da bist du ja, du verfressene Ratte. Sei etwas respektvoller, junge Dame. Ich bin He-Bike, erster Mart der Rotflossenpiraten. Und du kommst zu spät. Captain Ed hat bereits die Segel gesetzt, um Blutklaus Beute zu finden. Für einen toten Mann ist er ganz schön geschwätzig. Du? Na schön. Er gehört dir. Nein, ihr dürft mir gerne helfen. Hallo? Ja, das hat ja super geholfen mit dem Angriff. Hallo. Hat ihn gar nicht getroffen, oder? Hat der das nicht da gemacht, wo ich hingezählt habe? Hallo? Hallo, wieso kann ich nichts machen? Ah, verdammt. Weil ich auf die 2 gedrückt habe und nicht auf W. Ja, du ziehst nach oben und die schießen nach unten. Kein Thema. Blutklaue glaubte an die Piratenehre. Er kämpfte für den Frieden auf See. Den Schatz wollte er verbergen, auch wenn es den Tod bedeutete. Jetzt verstehe ich. Komm schon, ich bring dich zurück. Du suchst also wirklich die Arche? Das ist doch ein Märchen. Doch, du bist nicht der erste Narr, der davon besessen ist. Captain, Hafen voraus!
Komm zu mir, wenn du in der Stadt fertig bist. Ich hab was für dich. Es ist Schwarzzahn! Nein, ich bin nicht Schwarzzahn. Nein. Ach, Entschuldigung. Nehmt sie. Blutklaue gab sie mir. Obwohl sie gerade von einer gewissen Macht versiegelt ist, habe ich gehört, dass es tatsächlich die Karte einer Insel namens Tortoik ist. Diese verdammten Rotflossenpiraten haben nur die Hälfte intakt gelassen. Aber dort scheint es wirklich etwas Kostbares zu geben. Als ich Tortoik vor langer Zeit fand, war es nichts als ein kleiner Haufen Felsen. Vielleicht findest du ja was. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Lass mich dir für eine Weile meiner Mannschaftsmitglieder zur Verfügung stellen. Ich bin sicher, dass du so viel Hilfe wie möglich gebrauchen kannst, um dich auf dem Meer zurechtzufinden. Die Rotflossen gibt es nicht mehr. Feierabend. Ich muss schon zugeben, auf Thyrain ist Verlass. Er scheint echt in Ordnung zu sein. Wie dem auch sei, es wird Zeit für mich, den Anker zu lichten. Hier. Piratenlegenden zufolge verschwand Blutklaue, um eine mächtige Kraft zu finden. Die Karte zeigt seinen letzten Aufenthaltsort. Vielleicht führt sie dich ja zu deiner Arche. Aber du brauchst ein Schiff. Ich hätte da eins. Das ist so geil. Sprich mit Schwarzzahns Mannschaftsmitglied Eshu. Ja, das nehmen wir noch schnell mit in die Folge. Ah, du bist von den Rittern von Lutera. Captain Schwarzzahn hat mir befohlen, mit dir zu kommen. Die See ist noch neu für dich, also brauchst du einen fähigen Piraten. Ich meine, Matrosen in deiner Mannschaft. Wenn du offiziell mit mir arbeiten willst, musst du meine Mannschaftsbewerbungsformular unterschreiben. Drücke I. Ja, und dann? Normal Rang 1 Mannschaft. Ach so. Möchtest du Mannschaftsbewerbungsformular eh schon nutzen, um die Mannschaft anzuheuern? Ja. Sehr, sehr geil. Die Karte können wir übrigens auch mal registrieren. Dann haben wir wieder einen Platz mehr. Und mit den Klamotten gucke ich gleich mal, was besser ist und was nicht. Das mache ich dann gleich mal offline, damit das nicht so stürzt, sag ich mal. Ich freue mich schon darauf, mit dir loszuziehen. Landratte. Du kannst mehr Mannschaftsmitglieder anheuern, wenn du willst. Du kannst zum Beispiel Mannschaftsbewerbungen von Handelsschiffen kaufen. Einige Mannschaftsmitglieder erfordern spezielle Bedingungen für die Anwerbung. Was für Bedingungen? Das hängt vom Mannschaftsmitglied ab. Einige Matrosen können sich dir anschließen, wenn ihr euch nah genug steht. Oh, und wenn du zusätzliche Bewerbungen für die Mannschaftsmitglieder findest, die du bereits hast, kannst du sie gegen Piratenmünzen eintauschen. Na dann, man sieht sich am Dock. Der Kai ist voller Leute, die auf dich warten. Dass du Lutheras Schwert bist, ist nicht nur ein Gerücht, oder? Oh Mann, mit so einer bekannten Heldin zu segeln, ich kann unsere erste gemeinsame Reise kaum erwarten, Captain. Ich gehe los und bereite das Schiff vor. Ja, sehr, sehr geil. Segel setzen wollen wir aber noch nicht. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt hier weitergeht, wenn wir schon unser eigenes Schiff erhalten. Und noch dazu eine ziemlich gut aussehende Piratenmannschaftskapitän, Mannschaftsmitglied. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, so lange hätte ich jetzt die Folge nicht gedacht, aber war schon wie immer wieder recht cool. Also
ich finde es auf jeden Fall gut, dass immer wieder so Videosequenzen kommen und das Ganze noch so ein bisschen, ja, optisch unterstützt wird. Und ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich sage einfach nur, ich freue mich auf die nächste Folge und bis dann. Wir sehen uns. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen willst, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.